Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikow lehnt Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin kategorisch ab. Präsident Wolodymyr Selenskyj habe ganz klar erklärt, dass wir nicht mit dem derzeitigen Kreml-Chef verhandeln werden, sagte Reznikow der Bild-Zeitung. Zugleich zeigte sich Reznikow optimistisch, dass der Krieg in seinem Land im Laufe dieses Jahres zu Ende geht. Ich sehe die Situation auf dem Schlachtfeld, ich sehe die Entwicklung der Unterstützung und ich sehe wirklich, dass es eine Chance gibt, diesen Krieg in diesem Jahr mit unserem Sieg zu beenden. Als Ziel gab er die Befreiung aller unserer zeitweilig besetzten Gebiete bis zu unseren international anerkannten Grenzen von 1991 aus. Zurückhaltend reagierte der Verteidigungsminister auf die von Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag im Bundestag in Aussicht gestellten Sicherheitszusagen für die Ukraine nach Kriegsende. Scholz betonte das Recht der Ukraine auf Souveränität und Selbstverteidigung und kündigte eine unbefristete Fortsetzung der deutschen Unterstützung an. Zugleich stellte er Sicherheitszusagen der verbündeten Staaten an die Ukraine für die Zeit nach dem Krieg in Aussicht. Die Ukraine muss echte Sicherheitsgarantien erhalten, forderte Reznikow. Er erinnerte daran, dass sein Land schon einmal derartige Garantien bekommen habe. Das hat nicht funktioniert, so Reznikow. Mit dem Budapester Memorandum erhielt die Ukraine 1994 weitreichende Sicherheitsgarantien von Russland, den USA und Großbritannien. Als Gegenleistung für die Abgabe sämtlicher Nuklearwaffen bekam die Ukraine die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen und die territoriale Integrität zugesichert.